Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X hier mit mir, dem Shardox. Und wir waren hier das letzte Mal stehen geblieben, als Seymour, sag ich mal, Yuna den Heiratsantrag gemacht hat. Aber jetzt verlassen wir Guado Salami Richtung Donnersteppe. Ja, ihr habt richtig gehört, Donnersteppe. Und die Donnersteppe, ihr werdet es kaum glauben, dort herrscht immer fröhliches Wetter, immer Sonne und natürlich ein Strand vom Feinsten. Oh no, we're here. How are we supposed to cross that? See the lightning rod towers? The lightning is drawn to them, hopefully. We head north, not too near and not too far from the towers, yeah? Meaning we should avoid wide open areas. I think I forgot something in Guado Salam. Nice knowing you. Okay, okay, I'll go. Die Donnersteppe durchqueren. In der Gandalf Donnersteppe kann es vorkommen, dass Tidus vom Blitz getroffen wird. Niemand weiß wann und wo die Blitze einschlagen, daher sollte man nicht regungslos herumstehen. Unterhalb von Blitzableitern schlägt der Blitz nicht ein. Man sollte stets Schutz suchen. Wenn jedoch kein Blitzableiter in der Nähe ist, kann man mit X Blitzeinschlägen ausweichen. Man muss im richtigen Moment X drücken. Ununterbrochen X zu drücken könnte allerdings gefährlich sein. Ja, eine angenehme Reise. Und hier wären wir dann. Und diese schöne Musik. Und hier haben wir halt unsere Waffen, sag ich mal. Die hier Schlafattacke haben zum Beispiel. Und den Bruderherz, den wir gerade bekommen haben. Oder in der letzten Episode vielleicht sogar. Ja, der hat ja Nesseschlag und hier sind ja Blitzgegner. Also kann das nur eine gute Kombination sein. Nässe zu Blitzgegnern. Und natürlich, scheiße, der Biss hat mich getroffen. Hier ist eine Truhe und hier befindet sich ein Kampf. Okay, dann gucken wir mal, was sich hier für Monster verbergen. Ja. Die sehen alle so richtig familiar aus, irgendwie. Ne, schon bekannt und so. Nur in anderer Farbe. Wir setzen einfach mal Gemetzel ein und hoffen, wir werden der Bringer damit. Kaputt. Und jetzt noch einmal die Echse. Bam. Bam. Okay, das war ein... You like that? Yeah, I like that. Alalalala, like that. Wow. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ich war darauf nicht vorbereitet. Ah, oh, ich kann das nicht, wenn ich so unter Druck stehe. Ich stehe so unter Druck mit euch. Nein. Wir speichern hier mal eben ab. Das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Hier in der Donnersteppe Süd und... begeben uns in den nächsten Kampf hinein, wo vielleicht ein Eisen... Nein, nein, nein. Hier wartet ein Volvo auf uns. Ne, ein Alvor, tut mir leid. Und diese Gargi-Malava, Teile. Wow. Ja, geht, ja, die heilen sich übrigens selbst mit Blitzra immer gerne. Deswegen sollte man sie schnell aus dem Weg räumen. Denn ihre mit deren Magie ist leider nicht so ganz zu spaßen. Aber zum Glück, ja, endet das ziemlich gut und schnell. I'm good, yeah? Yeah, you're so good. So, für Rico hätten wir jetzt gerade einen Donnerarm bekommen. Und wenn er jetzt Blitzschlag hat, dann weiß ich auch nicht, was das für ein... Ach nee, warte, Schutz ist das. Strom 50%. Yay. Ohnehin ist Maichen. Und falls ich wundere, was diese leuchtenden Statuen sind, ja, das erklären wir an einem späteren Zeitpunkt des Spiels. Mit denen werden wir uns auch noch beschäftigen. Ist nicht so, dass wir das einfach ignorieren werden. Nein. Wir werden damit schon wieder was anfangen. Jetzt hätte ich doch lieber mit Kimari das Ding angreifen sollen, dann wäre das schon direkt kaputt gewesen. Und hätte keinen Schaden gemacht. You like that? Tidus, du wiederholst dich so ein bisschen. Mich interessiert aber gerade echt, was Maichen hier zu sagen hat. Well,
hello there. Would you like to hear about this place? Yeah, nur zu. Very well. Let me tell you about the crossing. A long time ago, this place was a traveler's nightmare. Planes of lightning, planes of thunder. Those who cross are torn asunder. Or so they used to say. Then a man by the name of Bilgen appeared. Using Machina, he built towers that served as lightning rods across the plains. Finally, travelers were able to cross in safety. Bilgen was building that tower over there when he was struck and killed by lightning. Oh, alles klar, Märchen. Vielen Dank für deine... Bilgen was an Albed. Our history books never mention him. Oh, das ist aber schade. Nur weil ein Albed ist, steht da nirgendwo. Ah, ja, mal Albed. Kommt mir vor wie ein sehr, sehr stark unterdrücktes Volk. Und let's do it. Eeny, meeny, miny, mo. Und wir stecken den Gegnern jetzt das Schwert so richtig in den Bow. Yay. Yay. So, Walker, dein Auftritt. Oh, die kann man auch sogar versteinern, die Teile, oder? Ich kann mir das doch gar nicht vorstellen. Ich habe die nämlich schon nie versteinert. Die fallen wahrscheinlich auch runter und verfallen dann, ne? Yo. Walker lernt Ekstase-Typ Taktik. Naja, das liegt wahrscheinlich daran, dass wir mit einer Waffe arbeiten, die den Gegner versteinert und eliminiert. Deswegen haben wir es, glaube ich, gerade eben bekommen. Ich wüsste jetzt keinen anderen Grund, warum wir es sonst bekommen würden, hätten tun. Hier geht es einmal weiter. Wir haben, boah, einen 3-Reflex mehr. Damit wären wir jetzt schon etwas schwieriger angreifbar für... Wollte ich jetzt eigentlich hier lang? Lass mich nachdenken. Ja, ich wollte hier lang. Glaube ich. So wie immer. Immer wenn ich auf Walkers Bett bin, habe ich keine Ahnung, was sie machen soll. Moment, das ist eine Sackgasse. Das ist eine Sackgasse! Okay, wie mache ich das denn jetzt dann? Ich wollte jetzt, glaube ich, einfach wieder zurückgehen, ne? Na okay, dann warten wir immer eben ab, bis wir halt mehr, sag ich mal, Platz haben. Ach komm, leck mich doch am Arsch, du Kackblitz, ey. Nicht Platz, sondern mehr S-Level haben. No problem. Die sind hier alle viel, sehr gesprächig, finde ich, in der Donnersteppe. Die wollen alle irgendwas beitragen, wollen alle irgendwas sagen, wollen alle total cool sein. Oh. Aber hat aber niemand lange gelebt, das Teil. Ja, genau. Jetzt kommt mit deinem Blitzrach. Erleuchte mich. Bam. Kimari hat jetzt 2 S-Level. Sensationell. Und Shalinda, was machst denn du hier? Good day. Hi there. Is it true? I heard that Maester Seymour and Lady Yuna are to be wed. It's such great news. I have to tell everyone. Where'd you hear that? From the Guado. They were all very excited. Huh. I'm afraid you heard a little wrong. Yuna's gonna turn him down. Oh, really? Doch, keine Hochzeit. I see. That's unfortunate. Mm-mm. I'm sure that people would have rejoiced all over Spira. Oh. Komm schon, Shalinda. Ihr mit eurer Freudennachricht. Was ist mit den Gefühlen? Den ganzen Emotionen. Es ist doch eine nicht zulassbare Heirat.
Okay, das Blitzteil eignet sich jetzt gerade ziemlich gut da rechts. Das ist ein Kandidat für Tidos Schwert. Ja, ziemlich gut sogar, aber... Hey, wer ist versteinert? Wer ist versteinert? Genau! Die... Exe ist jetzt versteinert. Ja, und Kimari müssen wir entsteinern, so ein bisschen. Oh, ne, die können wahrscheinlich confusen. Und confusen wäre nicht gut. Ne, nö, nö, ich... Na, ne, leck mich. Leck mich, leck mich, geh kaputt. Mock euch, ich... Tut mir leid, Kimari, jetzt eine Runde, keine EP für dich. Aber du hast ja wirklich eine sehr coole Pose. Muss man dir lassen. Vielleicht hast du ja schon mal nachgedacht, als eine Art Rolle in einem Film als Türsteher zu arbeiten. Was laber ich da? Keine Ahnung. Gehen wir einfach mal weiter. Da hinten befindet sich eine Reiseanstalt. Oder wie heißt? Wie sie heißt? Wie sie heißt? Ich glaube Reiseanstalt. Oder wie heißen sie? Ich glaube, die heißen so. Und ihre Revolver wollen wieder sterben gehen. So, Kimari, jetzt bist du dran. Nein, jetzt ist erstmal dieses hässliche Garkimala. Was? Kimari, jetzt hast du mich aber mal wirklich enttäuscht. Also so viel Leben haben die auch nicht. Ey, das lohnt sich ja gar nicht, ihn anzugreifen. Ah. Booyaka. Ja, doch, in dem Fall warst du ziemlich gut. Du mit deinen 270 Schaden da. Du machst zu wenig Schaden. Mit, für meinen Geschmack wohl. Okay. Sekunde mal. Aha. Das sieht gut aus. Zwei Angriffskraft mehr. Das kann ich immer gut gebrauchen. Das finde ich immer toll. Und falls ihr euch wundert, warum ich hier nichts erforsche in der Donnerstöppe, das mache ich wirklich später. Keine Sorge. Whoa, that was a close one. Stop kidding around. Yes, ma'am. What's wrong? You're giving me the creeps. Hey, whoa! I want to go home. I hate lightning. I hate thunder. Let's go rest over there. Please. This storm never stops. Better to cross quickly. I know, but just for a little while. Well, what now? Scheint so, als legen wir aufgrund von... Pretty please? Just a few minutes. I'm scared of lightning. Let's rest, please. Dass du von Lightning Angst hast, das war mir schon vorher klar. I'm too young to die. Das komische Fall für sie 13, ne? You're mean, cruel. Your moms would be ashamed of you. Are you having fun doing this to me? Fine. We rest. She's worse than the storm. Alright, ich hab keinen Bock mehr. I'm a little tired. Do you have a room available? Ah, Lady Summoner. Yes, just over that way. Thank you. Yuna? It's not like her. Ja, wirklich, das sieht ja nicht ähnlich, aber dieses Bad Lexikon da, was größer ist als mein Kopf selbst, das sieht mir ähnlich. Das ist kein Albert-Buch? Scheiße. Aufzeichnungen eines Mediums. Die Donnerstöppe, ein Buch. Okay, lesen.
Früher hauste auf dem Kontinent Jose eine Monsterart namens Kaktor. Die Kaktoren zerstörten Ernten, überfielen Reisende und wüteten ohne Ende. Da erschien Sir Gandalf, der Mann, der später zu einem Medium werden sollte. Sir Gandalf durchreiste den ganzen Kontinent und trieb die Kaktoren in diese Ebene. Er jagte einen Kaktor einem nach den anderen und brachte einen Viehexil an. Plötzlich lösten sich die Kaktoren in Rauch auf und wurden von Steinen aufgesogen. Sie sind seitdem in den Steinen versiegelt und Tag und Nacht dem Dorn ausgesetzt. Bis jemand das Viehexil berichtet, werden die Kaktoren dort gefangen sein. Sir Gandalf vollbrachte ruhmreiche Taten in ganz Beaver. Seiner Überzeugung nach besteht die Aufgabe eines Mediums nicht nur darin, gegen Sinn zu kämpfen. Okay, es war kein Albert Lexikon. Schade, sehr schade. Willkommen in der Dornersteppe-Filiale von Rollins Reisebedarf. Ich hab's doch gesagt. Reisebedarf heißt es nicht Reiseanstalt. Ah. Okay, hier haben wir ein paar nicht ernstzunehmenden Waffen und Rüstungen. Damit meine ich einfach nur richtiger Crap. Und ich frage mich gerade, was wir gerade überhaupt haben zum Umbauen. Haben wir irgendwas Nützliches zum Umbauen eigentlich? Eher nicht, ne? Angriff plus 3%. Yay. Giftschlag. Stummschlag. Wie sieht's denn aus mit anderen Steinschlägen? Wie mache ich denn Steinschlägen eigentlich? Brauche ich dafür nicht die Goldnadel? Habe ich keine Goldnadel? Dann gucke ich mal, wo ich die Goldnadel hier bekomme. Goldnadel. Nee, warte, ich habe doch welche. Ah, warte mal. Aber man braucht, glaube ich, die Perseus-Granaten für den Schlag. Oder war das die Attacke? Sekunde mal eben. Nee, wir gucken nochmal ganz kurz. Umbau. Hier Blindschlag, Stummschlag, Giftschlag. Ja, aber der Steinschlag ist nicht da. Weil er bestimmt viel zu mächtig ist. Verdammt. Das ist natürlich doof. It's not easy being a guardian to a summoner so young. Yuna resting. Go away. Nein, ich muss sie doch gleich stören. Are you that scared? When I was little, a fiend attacked me while I was swimming at the beach. My brother tried to beat it back with a spell. But he missed and hit me instead. It was a thunder spell. Ouch. I've been scared of lightning ever since. But it can be effective. Magic is effective against marine fiends. My brother said that too. You should learn some spells too. Maybe later. Nice to see you again. Welcome to the Rin Travel Agency. Oh. Okay, was hast du denn hier noch zu sagen? How goes your study of our language? Ach, geht so. That is good to hear. Allow me to present you with this book for your study. Oh, Band 14, danke schön. Wir sind jetzt ein Albert Gahn. Okay. I wonder, would that be Sir Orin by any chance? Ja. Ah, as I thought. I've been wondering since I saw him at the Meehan High Road branch. Ja, schubst mich einfach beiseite. Sir Orin. I wonder if you remember me. 10 years ago, at the beginning of Lord Braska's calm. Yes, I should thank you. Not at all. I could not leave a wounded man to die. However, I was surprised when I saw you gone the next morning with that wound. An ordinary man would not have been able to walk. I'd rather drop that subject, Rin. As you wish.
Das war sogar sogar story-relevant. Das war sogar ein halber Tipp. Aber ich sagte zuerst mal gar nichts. Und wir machen mal eben eine kleine Pause. Okay, dann machen wir mal eben eine Klause. Und ich sag mal, bis zum nächsten Mal. Und bis dann, stay emotional.